Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir uns an, was eigentlich passiert, wenn du 30 Tage lang Omega-3 einnimmst. An welchen Stellen wird dein Körper besser arbeiten oder welche Mangelzustände, welche Symptome kannst du dadurch beseitigen? Wir sollten uns erstmal vor Augen halten, dass 70% der Menschen unter einem Omega-3-Mangel leiden. Dieses Thema entwickelt sich mittlerweile auch schon zu einem Gesellschaftsproblem. Ja, wenn das in dieser Größenordnung stattfindet. Das liegt aber nicht mal unbedingt daran, dass Menschen zu wenig Omega-3 zu sich nehmen. Natürlich auch, aber nicht in allen Fällen. Und das schauen wir uns nämlich später noch genauer an. Also legen wir direkt mal los. Omega-3 steckt vor allem in Fischöl oder du kannst es auch über Algenöl zu dir nehmen, wenn du lieber die vegane Variante möchtest. Am Ende kommt es auf die beiden wesentlichen Fettsäuren EPA und DHA an. Und diese beiden erfüllen auch unterschiedliche Funktionen im Körper. EPA wirkt antientzündlich. Omega-3 ist ja in erster Linie für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt. Daneben steckt aber auch noch DHA drin. Das ist eine Substanz, die elementar wichtig ist für dein Gehirn. Wichtig für die Entwicklung des Gehirns bei Neugeborenen oder kleinen Kindern, aber genauso für ältere Menschen wichtig, weil es eben präventiv wirkt gegenüber Alzheimer oder Demenz. Übrigens besteht unser Gehirn zu 20% aus dieser Substanz, aus DHA. Also alleine das ist schon aussagekräftig genug für die Riesenbedeutung von DHA. Nochmal kurz zur entzündungshemmenden Wirkung, die durch EPA entsteht. Davon profitiert dann nämlich auch deine Gefäßgesundheit sehr, sehr stark. Es sind ja nämlich gerade diese kleinen Entzündungen auf Mikroebene in den Gefäßen, die dann eben oft der ursächliche Auslöser sind, wo es dadurch zu dieser Kettenreaktion kommt, was dann im schlechtesten Fall zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen kann. Omega-3-Mangel führt zu einer Vielzahl von Symptomen, die sich aber auch sehr schnell bessern können, wenn du ausreichend Omega-3 einnimmst und natürlich auch im richtigen Verhältnis, aber dazu kommen wir gleich noch genauer. Zu diesen Omega-3, also zu diesen Symptomen, dazu gehören unter anderem trockene Augen. Na, bei trockenen Augen hilft übrigens auch die Einnahme von Vitamin A. Das ist ja unser ganz klares Haut- und Augenvitamin. Es kann zu Makuladegeneration kommen, es kann zu Neurodermitis kommen, zu Arthritis, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck. Und Omega-3 sorgt auch für eine bessere Kalziumaufnahme. Diesen Effekt, also mit der besseren Kalziumaufnahme, den kennen wir ja schon von Vitamin D. Also ich sage auch immer wieder, dass es wirklich absolut unnötig ist, Kalzium einzunehmen, zu supplementieren. Wir müssen nämlich einfach nur dafür sorgen, dass die Aufnahmehämmer von Kalzium, dass die beseitigt werden. Omega-3 ist schön und gut. Es kommt aber auch maßgeblich auf das richtige Verhältnis im Blut zwischen Omega-3 und Omega-6 an. Im Optimalfall liegt dieses Verhältnis bei 1:1. Das ist aber meistens Wunschdenken und leider weit weg von der Realität bei den meisten Menschen. Oft beträgt dieses Verhältnis 30:1. Also 30 mal so viel Omega-6 wie Omega-3 und das ist wirklich brutal ungesund. Das Problem dabei ist nämlich, Omega-6 und Omega-3 haben quasi denselben Aufnahmeweg und das sind sozusagen Konkurrenten. Ne? Und da wundert es auch nicht, dass die meisten Menschen unter einem Omega-3-Mangel leiden. Na, in diesen Fällen, manchmal sind es auch Menschen, die eigentlich genug Omega-3 zu sich nehmen, nicht immer, aber manchmal. Aber das Problem ist dann halt die große Omega-6-Einnahme, weil Omega-6 dominiert einfach bei den allermeisten Menschen. Sonst hätten wir nicht 70% Omega-3-Mangel in der Bevölkerung. Na, und so ein schlechtes Verhältnis Omega-6 zu Omega-3, also Sonnenblumenöl ist so ein Klassiker, mit viel zu viel Omega-6 und da könnte ich noch eine ganze Liste aufzählen, aber das, darum soll es jetzt nicht in der Tiefe gehen. Ja, also wir müssen uns einfach das so vorstellen, da ist Omega-3 auf der einen Seite und Omega-6 und beide wollen jetzt in die Zelle kommen, aber ja, es gibt halt nur begrenzt Zellen und es schafft halt nur einer von beiden. Ne? Und wenn wesentlich mehr Omega-6 wie Omega-3 da ist,
dann wird es halt überproportional viel Omega-6 sein, was in die Zelle kommt. Na, und in einer zu großen Menge wirkt Omega-6 auch entzündungsfördernd. Das dürfen wir nicht vergessen. Na, und was jetzt so die Mengen betrifft, also da würde ich auch mal ganz klar sagen, wenn wir Omega-3 zu uns nehmen, was wir definitiv sollten, also da wird es wirklich sehr, sehr schwierig, das alleine über die Ernährung zu decken. Es sei denn, du hast großen Spaß daran, jeden Tag mehrere hundert Gramm Lachs, fettreichen Seefisch zu essen. Na, aber was so die Dosierung betrifft, da können wir auch nochmal ein separates Video machen, aber das solltest du schon auf jeden Fall 1,5 Gramm am Tag anpeilen. Ja, ich hoffe, du hast wieder viel gelernt über das Thema, ja, hier auch Omega-3 und so weiter. Ansonsten wünsche ich dir die beste Gesundheit und wir sehen uns beim nächsten Mal.